In diesem Video zeige ich dir eine Reispfanne Deluxe. Trotzdem günstig. Und schauen wir uns die Zutaten auch direkt an. Wir haben hier gefrorene Erbsen, wir haben Speck, bisschen Öl, in diesem Fall Rapsöl und da, wo die Power herkommt, Zwiebeln, Knoblauch und Thymian. Und das braten wir gleich an. Ach ja, und gekochten Reis haben wir auch schon. Deswegen machen wir hier auf volle Pulle. Machen den das Öl rein. Den Thymian lasse ich noch hier, aber Zwiebeln und Knoblauch geht schon mal mit rein. So, und der Speck auch. Speck, Zwiebeln, Knoblauch und ein bisschen Öl. Wenn man so anfängt, du hast schon gewonnen, egal was jetzt kommt. Du bist Weltmeister. So, kümmern wir uns um den Thymian und zupfen ihn schon mal vor. Ich mache ihn noch nicht direkt rein, weil ich will, dass er seine ganzen Aromen mit hat. Und wenn man ihn zu früh reinmacht, dann verliert er ein bisschen. Deswegen ruhig kurz mal anbraten lassen und dann mit später mal geben. So. Und allein das hier mit dem Reis wäre schon eine perfekte Pfanne. Aber wir haben noch die Erbsen dazu und die geben diesen Kick noch dazu. So. Dieser Anbrategrad reicht uns schon völlig. Es muss nicht richtig dunkel sein oder so, sondern so, dass ein bisschen das angebraten ist, die Aromen im Öl sind. Und jetzt machen wir die Erbsen dazu. So. Und an dieser Stelle würze ich jetzt ein bisschen mit Salz und Pfeffer. Und jetzt kommt der Thymian rein. Ihr seht, ratzfatz ist das Gericht fertig. Deswegen ist es immer gut, alles vorzubereiten, damit ihr keine Hektik habt dann beim Kochen. Jetzt kommt noch der Reis mit rein. Jawohl. Jetzt vermengen wir alles. Und ein kleiner Tipp ist noch hier. Ich habe hier einen Schluck Wasser. Vielleicht brauchen wir ihn, vielleicht brauchen wir ihn nicht. Wenn ihr merkt, oh, das wird jetzt hier ein bisschen zu trocken oder das brät an, erstmal die Hitze runter. Das ist die Nummer eins. Und wenn ihr immer noch denkt, das wird jetzt ein bisschen trocken, einfach einen ganz kleinen Schuss Wasser rein. Deswegen ist gut, so ein Glas mit ein bisschen Wasser einfach daneben zu haben, dass man das wieder ein bisschen flüssiger, ein bisschen, wie sagt man, nicht so, dass es nicht so trocken ist, der Reis dann hat. So, und das war schon. Kommt es auf den Teller. Ach, das sieht herrlich aus. Das duftet herrlich. Und ich weiß, das schmeckt auch herrlich. Deswegen bin ich sicher, dass es euch auch gefällt. Einfach weil es so simpel, so lecker ist. Ihr habt gesehen, wir haben kaum was gemacht, alles vorbereitet, rein in die Pfanne und fertig. Deswegen guten Appetit und viel Spaß dabei.